Hallo und herzlich willkommen zu diesem New World Video. Heute möchte ich mit euch über Fälle sprechen. Oder vielmehr über die Abwesenheit von Fällen. Denn vielleicht ist es euch ähnlich wie mir gegangen und ihr habt gesehen, dass es mehrere komplette Fellrüstungssets gibt. Man aber auch nach Zehntausenden erlegten und gehäuteten Tieren fast keine Felle bekommt. Also habe ich mich auf die Suche nach Fällen gemacht. Was genau ich getan habe, seht ihr gleich. Wenn ihr solche Tests und Gameplays live sehen wollt, schaut doch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Zuerst habe ich mich gewundert. Level 53, Level 200 im Häuten und noch nie eine Fellrüstung hergestellt oder Fell verkauft. Mein innerer Horder sagt, dass ich auch nie etwas weggeworfen habe. Was sagt also mein Hauptlager in Immerfall? Dreimal normales Tier 3 Fell und ein dickes Fell? Das kann doch nicht sein. Was war dann also meine Theorie? Da Felle seltenere Drops sind als die Häute, dachte ich mir, dass mein Häuteglück noch nicht groß genug war. Dagegen kann ich etwas tun. Ich habe zuerst eine Häuteglück-Trophäe in mein Haus gehängt und habe Häuteglück Essen hergestellt und benutzt. Mit dem höheren Glück habe ich erneut die fälligen Kreaturen Aeternums dezimiert. Und das massiv. Nach ungefähr 10.000 Einheiten Leder hatte ich nochmal zwei Fell und ein dickes Fell gefunden. Jetzt war der Ehrgeiz geweckt. Ich habe mir ein komplettes Rüstungsset mit Häutenglück hergestellt, dazu zusätzlich das Essen und die Trophäe genutzt. Das gleiche Spiel wieder. Bald klingelt Peter bei mir. Auch dieser Maximalausbau an Häutenglück brachte keinen Erfolg. Also habe ich die Beschreibung im Spiel und in der New World Database in Frage gestellt, dass Felle von jedem fälligen Tier droppen können und habe spezielle Gegner gefarmt. Wölfe, Katzen und Bären brachten keinen Erfolg. Dann endlich ein Lichtblick. Bisons droppten mir sehr unregelmäßig Felle, aber sie droppten Felle. Allerdings in keinem Verhältnis zu dem, was es eigentlich sein sollte. Was also nun? Das allerletzte Mittel, der New World Support. Und siehe da, ich habe einen Link auf einen Entwicklerkommentar im offiziellen Forum bekommen. Hier wird erklärt, dass viele der seltenen Gegenstände aus allen Bereichen, also Holz, Metall, Häute, Fasern und Steine, viel zu selten droppen. Okay, das erklärt im Falle der Fälle einiges. Aber was bedeutet das für uns als Spieler? Vor allem da der Forumbeitrag auch nicht sagt, wann es absehbar eine Lösung für dieses Problem gibt. Zunächst einmal, dass alle Glückswerte im Moment noch undurchsichtiger sind, als wir dachten. Denn wenn sie für einen Teil der Materialien nicht funktionieren, dann ist es relativ schwierig, das ganze System zu durchblicken. Darum legt bitte im Moment keinen Wert auf Glück, wenn ihr noch höherwertigere Gegenstände bekommt. Kurz, nichts nur wegen Glück neu craften oder kaufen. Der zweite Punkt ist, dass komplette Teile des Crafting-Systems im Moment nicht funktionieren, da man die Materialien gar nicht oder nur sehr selten bekommt. Als Beispiel, schaut doch gerne bei euch im Auktionshaus mal nach Fällen. Sobald ich neue Informationen bekomme, werde ich euch hierzu ein Follow-up-Video machen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst mir gerne ein Abo da. Viel Spaß beim Leveln und Craften, euer Zali.